dass man halt den Mehltau dann nicht unbedingt im Boden haben möchte wegen den Pilzsporen, weil die verbreiten sich dann so schnell und können dann an die Folgekultur dann auch rankommen oder auch im nächsten Jahr. Das möchte man nicht unbedingt. Mir egal, ich möchte die. Aromatischere Früchte und der Baum verreckt nicht da, weil dann so viele auf einem Ast drauf sind. Hat immer seine Vor- und Nachteile, das Ganze. Im Schrebergarten gab es einen fetten Sturmschaden. Hinten beim Hühnerhaus ist der riesengroße Baum, der mindestens 20 Jahre alt ist, umgefallen, kam ziemlich unerwartet. Zum Glück ist er jetzt nur aufs Dach raufgefallen, ist kein großer Schaden passiert, bis auf das Eulenhäuschen, was zerdeppert ist. Und vom Nachbarn, so ein bisschen mit den Ästen, haben wir das Vogelhäuschen runtergehauen. Das ist aber noch ganz geblieben, das wird dann auch später noch wieder rangemacht. Keine Sorge, das Eulenhotel war leer. Da war jetzt keine drinnen. Wäre noch ein zusätzlicher Schock gewesen, wenn da noch eine Leiche mit dabei wäre. Die wichtigste Frage ist, ob der Baum wirklich gestürzt ist oder ob das einfach nur eine Illusion und Einbildung ist, weil ich habe ja den Sturz nicht gehört. Okay, ich höre ja schon mit den philosophischen Fragen auf. Das, was wir jetzt brauchen, ist eine Leiter. Mein Vater hat mir noch geholfen und eine Kettensäge, damit wir den Baum stückweise in tragbare Teile zuschneiden können. Und ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss hatte ich auch, dass ich und mein Vater da irgendwie bei dem fragilen Dach ein. Die Stammteile haben wir dann zum Auto gebracht, eingeladen und nach Hause gebracht, damit sie dann dort etwas besser trocknen können. Einige werden wir dann für Insektenhotels nutzen, wenn sie nicht ganz so rissig dann noch werden nach dem Trocknen. Andere nutze ich dann einfach zum Verbrennen, vielleicht auch für Pflanzenkohle, oder ich tue dann selbst Hand anlegen mit einer Hax, das ein bisschen demolieren, die Wut rauslassen und vielleicht dann so irgendwie grobe Teile draus machen, so ein bisschen Holzchips, wenn mir langweilig ist. Ein bisschen umständlich, aber egal, das ist auch vielleicht ein gutes Training. Oder ich tue einfach mal ein paar Holzstämme bei mir im Garten verteilen, unter die Hecken, an den Bäume rein, damit sich da auch Nützlinge ansiedeln können. Eulenhäuschen haben wir auch schon repariert. Leider hat sich mein Vater dann nicht so an die Bauanleitung gehalten oder wie es vorher ausgesehen hat. Er hat nämlich vorne auch alles zugemacht, zugenagelt. Und jetzt kann man das Eulenhäuschen nicht mehr aufmachen zum Reinigen. Auch wenn dann mein Vater argumentiert, das haben sie früher auch nie gemacht. Und ja, meint deswegen, muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Aber mit ihm zu diskutieren darüber ist einfach wie beim Vogel Schach zu spielen. Der ganze Unfall hat gut 1,5 Arbeitstage in Anspruch genommen. Zeit, die man hätte vielleicht anders nutzen können, jetzt gerade zur Hochsaison. Aber das Leben läuft halt nicht immer geradlinig nach Plan. Er lebt! Er lebt! Er lebt! Er lebt! Zu dir! Einfach schönere Sachen machen, wie zum Beispiel vollreife Melonen aus dem Garten ernten. Richtig schön süß. Schnecken und Käfer mögen die natürlich auch, aber soll uns nicht davon abhalten, auch etwas Genuss damit reinzubringen. Und nachdem die Melonen weg sind, kommen wir auch schon zu den nachfolgenden Kulturen. Endiviensalat und Grünkohl haben ihren Platz eingenommen. Allerdings gab es da auch wieder ein paar Probleme bei der Beetvorbereitung. Es ist halt so, dass ich das ganze Gestrüpp jetzt zum Beispiel im Folientunnel die Melonen rausreiße, also rausziehe und dann auch da festgestellt habe, weil ich dann mit der Grabgabel ein bisschen auflockern wollte, dass halt die Wurzeln von den Ligustern mit in die Folientunnel mit reingekommen sind und die ziemlich dicht wachsen und dadurch ja die ganzen Nährstoffe und das Wasser rausziehen und dann hat Jungpflanzen dann ein bisschen Probleme haben, noch richtig gut zu wachsen. Vielleicht auch ein Grund gewesen, warum die Melonen nicht ganz so gut dieses Jahr gewesen sind. Ja, und da musste ich dann anfangen, die Wurzeln rauszureißen und zu graben und ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Fand ich ziemlich ineffizient und das muss ich jetzt wahrscheinlich jedes Jahr machen, weil wir natürlich keine Wurzelsperre gemacht haben. Auf mich hört man ja nicht. Und nachdem die unliebsamen Wurzeln draußen sind, gleich die Endivien und den Grünkohl reingesetzt, angegossen und ein paar Küchenreste, Melonenstücke, Gurkenschalen, Tomatenreste mit rausgeworfen, damit die Schnecken was zur Ablenkung haben, damit ich genug Zeit habe, dann in der Nacht die Schnecken abzusammeln, damit die ihrer Hauptarbeit nachgehen, den faulen, stinkigen Geruch nachgehen und nicht auf die Pflanzen guten Boden aufbauen, bis ich sie dann absammle und dann in den Bokashi-Eimer rein zum Fermentieren und natürlich auch nur den einzig wahren, wirklich den einzig wahren Bokashi-Eimer, den man nutzen kann, größer, besser und kostengünstiger. Meine einzige Bokashi-Empfehlung,
Wobei es durchaus Sinn macht, auch für die überteuerten Eimer Werbung zu machen. Haben einen schönen Abflusshahn, kosten auch einiges an Geld. Ich glaube, so ein Set 50 bis 70 Euro. Und ich bin ja Influencer, ich mache ja auch Geld mit Werbung. Und wenn ich den Leuten überteuerte Sachen verkaufe, dann verdiene ich ja mehr Geld. Dann kann ich das Projekt besser ausbauen, kann mein Leben besser finanzieren. Eine Überlegung wert. Selbstverständlich nicht nur im Folientunnel habe ich neue Auspflanzungen getätigt, sondern auch im Freiland. Und zwar da, wo dann die Zucchinis gewachsen sind. Die sind mir jetzt ein bisschen ineffizient die letzten Wochen geworden, jetzt trotz des warmen Wetters. Aber auch zeitweise Regen haben sie viel Mehltau bekommen und produzieren nicht mehr so die schönen Früchte. Und dachte mir so, gut, auch wenn jetzt der September noch ein paar Früchte gegeben hätte, lohnt sich für mich nicht so. Habe die alle rausgemacht, erstmal zur Seite die Pflanzen gemacht, auch alle rausgerissen, dann damit ich dort Grünkohl in die wir auch wieder reinsetzen kann. Auch das gleiche Prozedere wie beim Folientunnel mit der Grabgabel ein bisschen aufgelockert das Ganze. Da waren sehr viele Schnecken auch mit dabei, auch unterm Brett ein Haufen Schnecken und auch Schneckeneier entdeckt, die ich sofort genommen habe und weg damit, weil ich möchte halt die Schnecken schon jetzt im Herbst reduzieren, besonders die Schneckeneier sofort weg, damit die Population nicht so groß ist und ich im Frühjahr dann so viel Probleme habe. Ich möchte auch im Frühjahr entspannt schlafen gehen und dann stundenlang im Garten rumsuchen. Der Schneckenjäger. Nachdem auch der Boden hier aufgelockert ist, kommen dann freudig die Endivien und die Grünkohlpflanzen ins Bild rein und auch hier das gleiche Prozedere mit der Milch. Grasschnitt vom Nachbarn auch etwas bekommen. Holzhackschnitzel habe ich auch die letzte Zeit bekommen, weil ich sehr viele Astrückschnitte dann hatte, was ich dann auch durchgehäckselt habe, was ein Teil in den Folientunnel reinkam, ins Gewächshaus, aber auch hier zum Mulchen bei den Zucchini und natürlich auch wieder die Küchenreste, um die Schnecken wieder grandios ablenken zu können. Und es funktioniert. Gar keine Probleme bei den Jungpflanzen, bis die dann nach dem Angießen dann schöne Wurzeln bilden können und die Schnecken dann irgendwann kein Interesse haben, weil sie vielleicht auch noch zu groß genug sind. Und als Mulchmaterial habe ich auch die Zucchini nicht vergessen. Ja, ich weiß, die haben teilweise Mehltau und es wird dann empfohlen, dass man halt den Mehltau dann nicht unbedingt im Boden haben möchte wegen den Pilzsporen, weil die verbreiten sich dann so schnell und können dann an die Folgekultur dann auch rankommen oder auch im nächsten Jahr. Das möchte man nicht unbedingt. Mir egal, ich möchte jetzt nicht unbedingt in den Restmüll werfen oder auch verbrennen oder einen extra Kompost anlegen. Die kommen bei mir einfach mit ins Beet. Das mache ich schon jahrelang so, auch mit den Tomaten mit der Braunfäule, auch hier bei den Trauben mit dem Mehltau. Starke Pflanzen bekommen in der Regel keine Pilzkrankheiten. Wenn die Bedingungen gegeben sind, wenn das im Boden alles passt, die Nährstoffe zur Verfügung sind, die Bakterien, kräftige Pflanzen raus. Zucchini schon so oft da im Mehltau gehabt, einfach liegen gelassen. Jedes Jahr bei neun eine wunderbare Ernte. Und beim Kleinschneiden von der Zucchini-Staude habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt. Sollte man vielleicht jetzt nicht so unbedingt machen. Könnte ein bisschen gefährlich sein, wenn man jetzt dann nicht ganz genau macht. Könnte ein bisschen gefährlich sein und sollte man vielleicht nicht unbedingt so machen. Hat aber Spaß gemacht. Trotzdem Vorsicht walten. Safety first. Safety first. Auch ein Brotmesser kann gefährlich werden. Ja, weil wir auch gerade beim Bodenaufbau sind, wusstest du, dass die Terra Preta, also diese berühmte Schwarzerde aus dem Amazonas, nicht gleichzusetzen ist mit Pflanzenkohle. Pflanzenkohle ist nur ein Bestandteil von der Terra Preta. Ein wichtiger Bestandteil, klar, aber bei den Indios, da hat man auch eingegrabene Tontöpfe mit Fäkalien drinnen gefunden, Mulchmaterial, Knochenreste, also eigentlich alles, was da auch mit angefangen ist, ist mit in den Boden reingekommen. Holzrückschnitte wahrscheinlich, also es ist halt eine Komponente aus vielen verschiedenen Sachen, die da diese fruchtbare Erde mit gestalten und produzieren. Ja, es ist eine wunderbare Symbiose oder Symphonie der Natur, genauso wie der wunderbare Akt der Liebe, den ich dann bei Schnecken beobachten durfte. Ein Faible für Bungee-Springen haben sie auch. Selbstverständlich dürfen die Ernten auch nicht fehlen, denn für was machen wir uns den ganzen Aufwand, reißen uns den Arsch auf, damit wir dann schöne Pflanzen zuschauen können, wie die Bienen ransummen. Okay, das ist schon ziemlich schön und geil, die Tiere zu beobachten, aber wir möchten ja natürlich auch irgendwas haben für die ganze Arbeit, die wir reinstecken. Und die Ernte ist sehr groß, vor allem wenn man so einen Folientunnel hat mit über 100 Pflanzen, konnte schon so viele Tomaten ernten, schon fast an die 200 Kilo, so viele verschiedene Formen und Farben. Findet ihr auch alles auf meiner Saatgutliste. Gurken sind auch noch gerade ordentlich dabei, kann ich auch die ganze Zeit ernten. Zucchini wird jetzt Schlussfolge endlich auch zurückgehen. Kürbisse konnte ich auch schon die ersten ernten, manche sind runtergefallen von alleine. Schön, der GT Okonosim, eine 850 Jahre alte Kürbissorte. Wunderbare Sorte, kann man genauso nutzen wie den Hokkaido Kürbis. Früchte gut 3 bis 4 Kilo schwer, Winterkürbis
sehr robuste Pflanze und auch vom Geschmack her einzigartig, so einen leichten Melonengeschmack. Samen habe ich auch auf meiner Samenliste zum Beispiel. Sorte kann ich wirklich sehr empfehlen. Aber wenn ihr die Sorte anbaut, dann würde ich nicht unbedingt einen Hokkaido nehmen, dran ransetzen, weil die gerade zur gleichen Kürbisfamilie gehören. Dieses Jahr eine sehr schöne Sortenempfehlung finde ich die Wildtomate. Habe eine orangenfarbige Wildtomate, die ist sehr ertragreich, auch bei den ganzen Regenphasen, die wir hatten oder bei Kältenperioden. Keine Braunfäule, ziemlich robust, ertragreich und wirklich super zum Naschen fürs Büro, auf der Arbeit, für die Kids. Einzigartig mit einem leichten, süßen Geschmack. Bei der Obstwerte brauche ich mich auch nicht beschweren. Himbeeren tragen super, Trauben tragen super, Äpfel, Zwetschgen, Mirabellen. Also was gibt es Besseres als süß, saftiges, frisches Obst vom Baum. Also es gibt wirklich nichts Besseres und einfach nur ein Traum. Sonnengereiftes Obst und auf die Pfirsiche warte ich bei mir immer noch. Das ist ein Bergpfirsich. Könnte auch schon langsam reif werden, also so Richtung September. Rotfleischige Pfirsich hängt auch jetzt schön ordentlich. Kleinere Früchte als beim anderen, aber dafür biegen sich die Äste nicht so stark. Und das finde ich eigentlich gut, damit der Baum länger lebt. Das ist ein guter Kompromiss, wie ich finde. Kleinere, aromatischere Früchte. Und der Baum verreckt nicht da, weil dann so viele auf einem Ast drauf sind. Hat immer seine Vor- und Nachteile, das Ganze. Über die ersten Paprikas und Auberginen kann ich mich auch freuen, sofern die Schnecken jetzt bei den Auberginen nicht unbedingt ein Loch rein nagen, um halt mietfrei dort zu wohnen oder auch die Paprikas dann komplett auffressen. Aber sind dann doch recht gnädig. Und Wanzen habe ich zwar, die lassen aber auch sehr vieles in Ruhe. Oder kommen nicht so in den Mengen auf, wie zum Beispiel bei anderen Gärten. Habe ich damit Glück? I doubt it. Weitere Aussaaten im September dürfen natürlich nicht fehlen, einfach weil ich den Winter durchernten möchte. Und wenn ich schon die Möglichkeiten habe, warum nicht, kann man sich auch im Winter super mit frischem Grün versorgen. Ich habe jetzt da Aussaaten gemacht wie Grünkohl, Rosenkohl, sibirischer Blattkohl hatte ich noch etwas übrig und Salat, der dann überwiegend dann für einen Folientunnel gedacht ist. Ich habe jetzt noch ein paar Endivienpflanzen, die ich jetzt noch in den Freiland setzen kann, werde ich auch später noch ins Gewächshaus reinsetzen. Kleine Experimente möchte ich dann auch noch machen, wie zum Beispiel, dass ich dann nach den Tomaten so mal September, Oktober so in die Richtung dann einfach Radi und Pastinaken rauswerfen möchte, dass sie dann vielleicht auch noch überwintern, dass ich im Frühjahr dann schon noch weitere Knollen ernten kann, weil im Tunnel haben wir ein bisschen andere Klimazone, da fällt ja nicht so viel Schnee, schimmeln vielleicht auch nicht so ganz, wie wenn jetzt eine fette Schneedecke drauf ist, faulen sie nicht weg. Eine schöne Möglichkeit, man kann die jetzt auch versuchen, noch im Freiland auszusehen, so was wie Radi, Radieschen, Pastinaken, vielleicht, dass wir über den Winter kommen, kann man so eine Versuche machen. Feldsalat kann man jetzt auch bald machen. Ich wollte auch Chinakohl noch raussetzen oder aussehen. Ist jetzt auch noch knapp die Zeit, dass man das machen kann. Habe aber kein Saatgut so richtig gefunden und ich habe jetzt auch keins übrig gehabt. Schade eigentlich darum, aber Spinat ist dann auch noch drinnen, so den September mit rein, Oktober vielleicht noch so ein Frühbeet rein. Also es gibt noch einige Sachen, die man machen kann. Man kann auch ein bisschen rumexperimentieren, vor allem wenn man die Möglichkeiten hat, dass man im Winter gut ernten kann. Wirsing-Experiment wollte ich auch machen, aber mit dem Wintertreibhaussalat, mit dem Feldsalat, mit Spinat kann man schon gut durch den Winter kommen, wenn man auch davor noch Grünkohl rausgesetzt hat, Rosenkohl, hat man auch noch was von denen. Vielleicht noch ein paar Möhren oder Kartoffeln, die vielleicht in den Beeten liegen, die man auch rausholen kann. Also die Möglichkeiten gibt es, wie man sich dann auch im Winter gut selbst versorgen kann aus dem Garten oder aus dem eigenen Anbau. Natürlich auch Sprossen könnte man machen, die man im Haus zieht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, mal so Buchweizensprossen zu machen, Alfalfa-Sprossen, Boxhornklee. Einfach so sein eigenes frisches Grün anbauen, neben den Wildkräutern, die man vielleicht noch da ein oder andere Mal findet. Pilze, die man auch suchen kann, dann kann man sich auch zum Beispiel den Gartenkanal von Max mal anschauen. Der macht auch sehr spannende und interessante Videos, da kann man auch sehr viel lernen. Kleine Werbung erstmal da in die Richtung, grüß dich. Oder auch einfach Kresse. Kresse geht immer. Jetzt seid ihr befreit, hier ist das Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Auch den Kanal kostenlos abonnieren. Verpasst ihr keine weiteren spannenden Videos. Und natürlich, dass es hier kein Monolog wird, sondern ein indirektes Gespräch zwischen mir und dir. Wie läuft es denn bei euch gerade so im Garten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, welche Erfolge ihr gerade hattet. Vielleicht auch welche Misserfolge, was ihr dann, wovon ihr dann gut lernen könntet. Einfach eure Erfahrungen teilen, euren Frust ablassen, eure Freude rausposaunen, Achterbahn, Gefühl der Achterbahn. Und das angenehme und schöne Wetter genießen. In der Nacht ist es auch immer sehr schön, die Sterne zu beobachten, ist alles schon klar. Zumindest bei mir.